Hallo, Richard. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ganz kurz ein paar Fragen zu beantworten. Du bist ja Speaker auch beim Entrepreneurship Summit in Berlin am 21. und 22. Oktober. Wir freuen uns riesig. Und du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, das heißt Direkt vom Feld. Kannst du dazu kurz was sagen? Gern, direkt vom Feld. Das ist unser Ansatz, mit Lebensmitteln umzugehen. Also wir arbeiten mit verschiedenen Biobauern vorrangig im Gewürzbereich zusammen und haben die auf der ganzen Welt quasi und haben festgestellt, dass man, wenn man direkt mit Leuten zusammenarbeitet, immer eine geniale Qualität holen kann und das auf kürzesten Handelsweg halt quasi herbringen. Und dann haben wir einen Online-Shop und uns geht es um die Bewusstheit quasi, wo die Sachen herkommen und was die Qualität ausmacht. Um die So Ruhestadt wirklich. und auch um den direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort. Genau. Und was kann man bei euch erwerben? Also was gibt es da so auf dem Feld? Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, die Standards der deutschen Küche, die wir eigentlich immer nur im Supermarkt kaufen von Gewürzmonopolisten, die mal in so einer Qualität zu beschaffen, wie man sie noch nicht kennt. Also wir haben schwarzen Pfeffer und das ist halt ein Urwaldpfeffer. Dann haben wir ganz normalen süßen Paprika, aber halt aus Mallorca, eine alte Sorte und besonders fruchtig. Und also Standardgewürze in einer sehr hohen Qualität. Großartig. Und wie ich ja schon am Anfang kurz gesagt habe, wirst du ja auch in einer Impulsgruppe sprechen beim Summit. Und da geht es um Gründen im biofairen Bereich. Und was kann uns da erwarten? Also, was können wir da von dir lernen? Da bin ich selber gespannt drauf. Ich freue mich auf die jungen Entrepreneure, die da auch vorhaben, in dem Bereich zu gründen. Meine Erfahrung ist es, wenn man mit Lebensmitteln zu tun hat, führt kein Weg eigentlich an dem Direktkontakt vorbei. Also man muss jetzt nicht immer selber hinfahren, aber es geht ja um die Menschen, die die Sachen produzieren, die wir später essen. Und das ist nun mal keine Handelsware, die irgendwie nach DIN-Maßen funktioniert und in einem Regal liegt. Und deshalb ist Essen auch immer Kultur. Und das zu verstehen, wie arbeiten die Menschen, was machen die, weil das ist alles, was mit ins Produkt einfließt und mit in der Kommunikation transportiert werden muss, aus meiner Sicht. Und da das ist auch ganz bereichernd selber für einen als Gründer. Das könnte so eine Sache sein, die ich mit auf den Weg geben Und kann. noch eine Frage, wieso hast du überhaupt selber gegründet? Also wie ist deine Vita? Wie bist du dazu gekommen, selber den Entschluss zu fassen, hier, ich sehe ein Problem, ich möchte dieses Problem lösen, und deswegen gründe ich jetzt direkt vom Feld? Es war weniger ein Problem. Meine Vita ist so ganz normales Ingenieurstudium und habe dann auch Arbeitserfahrung gesammelt in dem Bereich, habe aber festgestellt, da bin ich nicht mein eigener Chef, da kann ich nicht so arbeiten, wie ich das für richtig halte, und habe dann mit Freunden aus einer Lust heraus, also nicht aus einem Problembezug, sondern wirklich aus einer Lust heraus, zusammen was zu unternehmen, und zwar mit den Sachen, die uns irgendwie selber am Herzen liegen und Freude bereiten. Und das ist Essen und das ist Reisen und das sind Menschen und Erfahrungen. Und da kam es dann dazu, dass wir uns ein bisschen weiter damit beschäftigt haben und die Frage gestellt haben, wo kommt denn das Zeug her, was wir täglich in unserer Küche in der Hand halten? Zum Beispiel Gewürze. Ja. Okay. Schön, also dann kann, also ich kann mir vorstellen, dass beim Summit auch ganz viele Leute kommen, ganz viele Teilnehmer sind, die noch zögern, die noch nicht genau wissen, ob sie gründen sollen, die Ängste haben oder vielleicht auch denken, sie haben nicht genug Geld. Hattest du am Anfang viel Geld und hattest du am Anfang ganz viele Ressourcen und Möglichkeiten? Das heißt ja am Anfang. Nee, natürlich nicht. Also das ist aber überhaupt nicht so wichtig. Also wenn man eine Idee hat und wenn man Freude dran hat und wenn es das Richtige für einen ist, dann finden sich da Wege. Und das ist die Erfahrung, die ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe, ohne jetzt hier groß Geld zu verdienen. Ist schön, Ja, was du und gerade sagst, ja. es wird immer mehr, es wird immer besser und ich krieg immer mehr Sicherheit da rein. Aber nee, am Anfang und so überhaupt nicht.
Ja, super. Also ich glaube, wir können viel von dir lernen. Ich bin sehr, sehr erfreut und glücklich, dich dann beim Summit zu sehen. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns am 21., 22. Oktober in Berlin. Ich freue mich drauf. Wir Bis sehen. Macht's gut. dann. Tschüss. Ciao.